Er baut nämlich draußen immer noch am Hasenkäfig, der morgen tatsächlich fertig wird. Endlich. Nach Wochen. Oder schneller. Ihr Spiel. Irgendwie mit einer Peitsche erklären. Geht genauso wie Pein von Klamm machen. Oh Gott, Alter. Nee. Ah, okay, das sind wieder diese Faustkämpfe, die wir jetzt machen. Alter. Gott, ich liebe es! Ich möchte nichts anderes mehr spielen als dieses DLC. Alter. Ich will hier leben. Das ist meine Welt. Genau das hier. Gott, ich freue mich schon auf den zweiten Run, ey. Das wird cool. Das wird echt richtig, richtig cool. Licht, komm her, Plätze. Stimmt, Plätze sehen wir, glaube ich, gleich, oder? Wie weit sind die anderen Dinger weg? Ja, doch, Plätze könnten wir gleich sehen. Können wir dann zu den einzelnen Orten hinreiten. Warte, wo ist der Buchmacher? Ja, das war Boom. Der Buchmacher! Das ist jetzt auf Ghana, ja. Damit du nicht überrumpelt wirst. Das Geilste daran ist eigentlich, es gibt so viel Wein! Da ist mein Wein! Denn Kerlbürste ist kein gewöhnlicher Kämpfer. Nicht? Klar, legen wir los. Oh, ich hab Knie weicher als Wackelpudding. Lass uns diesen lächerlichen Kampf hinter uns bringen. Im Verhöhnen bin ich so gut wie kein Zweiter. Insbesondere besser als irgendein Hurenreiter. Das musst du ja wissen. Schließlich ist deine Mutter selbst eine Hure. Jämmerlich, das kommt mir ganz recht. Was ist los? Angst? Ist dem Hexer schon schlecht? Ja, du stinkst wirklich übel. Mir wird blümmerant. Ha! Gib auf und hau ab! Deine Mühen sind vergebens. Dein Witz ist wie eine schlappe Nudel. Schon klar, Laberschwanz. Du kannst es nicht greifen, wie dich meine Konter über den Boden schleifen. Also gut. Du weißt, wie man jemanden beleidigt. Ich wollte gerade sagen. Du hast gewonnen. Heißt das, wir kämpfen nicht? Warum? Ich sagte doch, du hast gewonnen. Der Hexer gewinnt! Schlägt Kerlbürste bei seinem eigenen Spiel! Du bist mir über... Aber nur, weil ich heute nicht gut zurecht bin. Sonst hätte ich dich windelweich geschlagen. Und in Berlin ist vorher noch zum ersten Platz geballert. Ja, wahrscheinlich. Ich war bisher noch zweimal in meinem Leben in Berlin. Du musst zwei weitere Champions besiegen, bevor du den Maestro herausfordern kannst. Ey. Teilweise echt hart. Vor allem einmal sind wir aus der Straßenbahn ausgestiegen. Und da müssen ein paar Minuten vorher muss eine übelste Schlägerei gewesen sein, weil überall lag Blut. Mir war so richtig, richtig voll übel. So. Hallo, Plätze. Da ist unsere schöne Plätze. So. Den reiten wir mal durch die Straßen. Oh Gott, ist das schön hier. Ja, das ist so bunt. Wir sind hier einmal falsch geritten. Passt. Mach
Ja, ja, alles gut. Ich bin zu blöd zum Reiten. Komm. Ja, mal hoch, bitte. Ich glaube, das ist noch nicht gerade die öffentliche Straße für ein Pferd. Ich glaube, jetzt Einbahnstraße. Ach du Scheiße. So, Gerard hat mir erstmal den Kopf gehauen. Oh, Kacke. Eine echt friedlichen Gegend am Stadtrand mit viel Grün. Damit ich von Wasser entfernt. Berlin ist. Da gibt es auch nur von Gegend. Ich wollte üben, wie es als Geist ist. Ein Mann der Tat, ein Mann der Ehre. Wirst du gegen Stillwasser antreten? Na, wirst du? Wirst du? Ich fordere dich zum Duell. Schicker Matzko. Edle Herren, tugendhafte Damen, schon bald beginnt ein weiterer Kampf. Alter, komm schon. Alter, ich hätte wohl Speicher drin, ey. Ich hab nur nicht einer. Ich durfte nur nicht einmal schlagen, ne? Ich durfte tatsächlich nur nicht einmal schlagen. Stillwasser bezwingt den Hexer mühelos. Erstmal, dass wir verloren haben. Der Titan bleibt wieder einmal ungeschlagen. Sein Schweigegelübde somit ungebrochen. Das will ich nochmal machen. Hexer, willkommen zurück. Ich ver. Edle Herr. Das Witzige ist, der Konter funktioniert ja gar nicht. Der Konter funktioniert tatsächlich nicht. Ich drück die Taste und das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Den müssen wir gleich nochmal machen. Ja, ich. Hä? Wie habe ich mich jetzt geheilt? Immer noch, wie ich mich gerade geheilt habe. Jetzt. Dieser geht nun in den Dörf und versucht gute Pfeile herzustellen. Meine Damen und Herren, der Hexer bezwingt den Aufgabe, bislang ungeschlagenen Stillwasser. Ja, vielen lieben, vielen lieben, genau. Viel Spaß im Lurk. Seines Gelübdes enthoben, kann der Ritter nun sein Gesicht zeigen. Deine Schläge sind stark und ehrlich. Meinen Glückwunsch. Danke. Sonst hast du nichts zu sagen? Ich bin eine Frau. Keine dummen Sprüche? Nö. Wieso? Was soll da dran sein? Wir leben doch im 13. Jahrhundert. Wo ist Medieval? Frauen führen Tavernen. Mit Medieval sind wir durch. Also was heißt durch, aber für heute durch. Behauptest du nicht, es wäre ehrlos, gegen ein Weib zu kämpfen? Wir haben zuletzt gegen Bambi verloren. Gegen eine Frau zu verlieren. Wir sind die eine ganze Weile hinter Bambi hergerannt. Nun steht nur noch der Koloss zwischen dir und dem Maestro. Du solltest nach Saint-Sébastien aufbrechen und nach dem größten Hof dort suchen. Und da Kaya bald kommt, also was heißt bald, so in einer eineinhalb Stunden, wollte ich vorher noch Witcher ein bisschen spielen. Weil ich weiß, dass wir sonst nicht zu Witcher kommen.
Nicht gut. Außerdem ist Witcher tot. Ich will nie wieder was anderes spielen. Okay, wir können hier die große Hauptstraße lang reiten. Trinken ist eine Kunst. Trinken ist eine Kunst. Ja, da bin ich eurer Meinung. Trinken ist tatsächlich eine Kunst. Genug, um die Kleinen satt zu kriegen. Auch die Götze haben den Weiz. Komm schon! Tapaka, 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 tapaka. Wir sind schon auf alle denkbaren Arten. Hier ist der Weinmarkt. Na, dann bin ich ja taub, weil tot wäre ein bisschen schlecht. Das erinnert mich alles an Tropico. Echt? Das ist in Tropico 1 auch. Also sah das hier genauso aus. Ähnlich, ähnlich. Oh, hallo Buchmacher. Oh, du siehst wie ein Mann aus, der sich austoben will. Hey, Weißlöckchen. Tropico 1 habe ich nie gespielt. Zu kämpfen? Gut, kämpfen wir. Ha, langweilig. Kein Interesse. Ich bin schnell. Zu schnell für dich. Schwuppdiwupp, Arm kaputt. Und wie willst du dann dein Schwert halten? Das ist doch kein Wettkampf. Vogelperspektive, viel schlechter. Du willst nicht kämpfen. Warum denn nach Herausforderern suchen und meine Zeit verschwenden? Oho, wir sind etwas gereizt, ja, wie? Ich kenne bisher, glaube ich, nur den dritten. Machen wir es so. Blockst du drei meiner Schläge? Aber ich, ich komme damit dir überhaupt nicht klar. Kein einziges Mal. Es sieht zwar gut aus, aber. Okay? Ja. Doppelter ich verstehe Einsatz, das Spiel nicht. Hier kurz mit dem Köter. Mach das. Spendierhosen an. Ich weiß ja, dass du es nicht schaffen wirst. Hat noch keiner geschafft. Nein, zu schnell. Na, bist du bereit? Ich hau dir lieber regulär aufs Maul. Wie enttäuschend. Der Hexer versteht keinen Spaß. Na gut, das macht auch keinen Unterschied. Meine Damen und Herren, ein Kampf, ein Kampf, ein Kampf! Endlich! Normales Reglement. Hexer gegen Koloss. Wo war der Fettes? Okay, der ist leichter zu besiegen. Oh ja, viel leichter. Der Hexer besiegt den Koloss in einem regelkonformen Kampf. Und was für ein Kampf das war. Ja, eigentlich nicht, du aber. Du schlägst hart und gut, Meister Hexer. Danke. Dir gebührt mein Respekt, edler Herr. Das haben wir seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und nun hast du das Recht, den Maestro persönlich herauszufordern. Du findest ihn bei den Docks. Okay, bei den Docks. Na, dann schauen wir doch mal. Ob wir ihn bei den Docks finden. Beleidigung hier immer, ey. Also dieses Glas ist echt riesig. Ich weiß gar nicht, gibt es hier noch mehr Städte oder nur die eine? Gut, es gibt hier auf jeden Fall noch so kleinere Dörferchen. So ist gut. Los, los! Ja! Das ist nicht so schnell. Zumindest nicht in der Stadt. Ich weiß, zu Fuß wären wir schneller. Wer will krank werden, kommt zu mir. Was? Infektionen. Nein, tut mir leid, wir wollen nicht krank werden. Da
Da halte ich nicht so besonders viel von. Ich glaube, da vorne sind sie schon, ne? Ja. Oh ne, okay, wir können jetzt schon nicht mehr speichern. Schade. Finde ich hier den Boxer, den man den Maestro nennt? Maestro, Champion, der Unbesiegte. Er hat viele Namen. Du bist der Hexer, der die drei geringeren Meister ausgeschaltet hat? Der bin ich. Wollte gegen den Maestro kämpfen, doch er scheint verhindert. Mit Alkohol kuriert der Maestro seine schlimme Schüchternheit. Er ist ein sensibler Mann, musst du wissen. Nüchtern würde er nicht mal ein Kissen ausklopfen. Ein nüchterner Kampf ist wie ein Tanz ohne Musik. Also gut, ich fordere dich heraus. Moment! Hoggler, ich habe meine Prinzipien und Regeln. Wo ich esse, scheiße ich nicht. Und gegen nüchterne Leute kämpfe ich nicht. Was heißt das? Das heißt, entweder du trinkst, oder du verpisst dich mit Anlauf. Schön. Mesdames, Monsieur, der Maestro tritt auf. Endlich. Oh no. Ich ahn fürchterliches. Dann mal los. Voll breit, ey. Scheiße. Dafür haben wir noch wieder nicht. Oder? Bitte nicht gut. Oh Gott sei Dank, ganz knapp, ey. Oh, du Wächter! Hast mich besiegt! Jahrelang nicht passiert. Deine Fäuste. Einfach glorreich! Danke. Ich kann es nicht fassen. Darauf muss ich trinken. Oh, guter Kampf. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass du jetzt den Titel trägst. Da habe ich mehr Zeit für meine wahre Leidenschaft. Saufen. Hiermit erkläre ich Hexer Geralt von Riva zum Faustkampf-Champion von Beauclair. Bravo! Hier, deine Trophäe. Leben ohne Saufen ist wie Lieben ohne Lecken. So, jetzt sind wir so betrunken. So. So, finde den Schuhputzer. Ja, das, wir wollen aber noch nicht die Hauptquest machen. Wind ignorieren wir. Covo Bianco. Stimmt, das machen wir einmal. Hey, ja. So, das wird jetzt erstmal lustig, so zu reiten. Oh, ja, Geralt muss aber auch immer zu viel saufen, ey. Wundert, dass wir den Kampf überhaupt geschafft haben. Ah, jetzt. Jetzt sind wir wieder nüchtern. Wenn meine Börse doch nicht so leer wäre. Von der Blüte bis in die Flasche. Warte, sind wir hier richtig? Ja, doch, Sophia. Das ist das Waisenhaus. Im Waisenhaus können wir nicht so sonderlich viel anfangen. Glaube ich. Wir wollen nämlich jetzt zu unserem Haus, was uns da die Herzogin geschenkt hat.
bin ich schon da? Nee, doch, das da oben ist es. Komm jetzt. Das ist so eine abgefallene Bruchbude, ey. Willkommen zu Hause, Herr. Ich bin Barnabas Basilius Foti. Auf Anweisung der Herzogin diene ich dir als Haushofmeister auf Corvo Bianco. Zuvor habe ich mit Auszeichnung im Anwesen der Familie Nibilly und in Nazaire bei Admiral Rompailly gedient, der, wie sicherlich bekannt ist, ein außerordentlich fordernder Edelmann ist. Mensch, Barnabas Basilius, eines solltest du wissen. Ich bin kein typischer Grundbesitzer. Ehrlich gesagt, ist das hier mein erster Besitz. Oh, in diesem Fall solltest du alles mir überlassen. Ich werde alles organisieren, mich um alles kümmern und das Haus in Ordnung halten. Ich würde sogar behaupten, dass dieses Weingut bald zu den wohlhabendsten gehört. Großartig. Ich sehe, ich bin in guten Händen. Das Weingut scheint eine lange Geschichte zu haben. Weißt du, wem es vor dir gehört hat? Also vor mir, meine ich. Baron Rossell, der bankrott ging und gezwungen war, das Anwesen an die Herzogin zu verkaufen. Der Baron hatte es wiederum Monsieur Beaulieus abgekauft, dem Scharfrichter. Eine schillernde Persönlichkeit mit kedwenischen Wurzeln. War er wirklich ein Scharfrichter? Nein, er nicht. Aber sein Urgroßvater. Ja, anscheinend war dieser ein gewöhnlicher Taschendieb gewesen, der sich den Posten des herzoglichen Scharfrichters in Beauclair sichern konnte. Er nahm seine Arbeit sehr ernst. Angeblich soll er mehr Köpfe abgeschlagen haben, als Reben in den herzoglichen Weinbergen wachsen. Er zögerte nie, kein einziges Mal. Er schlug nie ungleichmäßig zu, vermasselte nichts. Für seine mustergültigen Dienste verlieh ihm der Herzog einen Titel und dieses Anwesen. Monsieur Beaulieus wiederum war in jüngeren Jahren Ingenieur. Als er in den Ruhestand ging, ließ er sich hier nieder und kelterte Wein. Zu seinem Unglück verlor er zuerst seinen Geruchssinn, dann den Geschmackssinn. Außerdem konnte er keinen Alkohol trinken. Der Arzt hatte es ihm verboten. Wie schrecklich. Hat er dann aufgehört, Wein zu keltern? Nein, überhaupt nicht. Er produzierte sogar noch mehr. Er begann, wilde Bälle zu veranstalten, zu denen er Freunde von nah und fern einlud, damit sie seinen Wein trinken und genießen konnten. Solch ein Mann war er, Monsieur Beaulieus. Ich brauche auch ein Weingut. Dann habe ich durchgehend Wein. Ich will ein Weingut haben. Würde es dir was ausmachen, mir Corvo Bianco zu zeigen? Nein, überhaupt nicht. Folge mir bitte. Ich denke, wir sollten auf dem Weg. Und er hat zurück vom Gassi gehen. Sieh nur, Herr. Dein Gut in all seiner Pracht. Ziemlich groß. In der Tat. Und jetzt würde ich dir gerne einige interessante Einzelheiten zeigen. Folge mir. Bist du schon dein Leben lang Haushofmeister? Ja, davon gab es in meiner Familie eine ganze Reihe. Mein Vater war ein Haushofmeister, so wie mein Großvater vor ihm. Meine Großtante auch. Sie hat diese Tradition begründet. Großtante? Eine harte Frau. Angeblich wusste sie schon als Kind, was sie wollte, und hat es dann auch erreicht. Als sie nach Beauclair kam, nahm sie eine Stelle als Zimmermädchen auf einem Weingut an und arbeitete sich langsam zur Haushofmeisterin hoch. Sie hat den Rest der Familie mitgeschleift. Oh, wie ein Hühnchen. Die Quartiere für das Gesinde. Ich wohne im grünen Haus. Mit der Erlaubnis der Herzogin habe ich Bedienstete eingestellt, die aus der herzoglichen Schatzkammer bezahlt werden. Wie nett von ihr. Zugegeben, das ist nicht der schönste Teil des Anwesens. Aber als Herr des Weinguts sollte man wissen, wo die Bediensteten wohnen. Ja, damit ich weiß, welchen Ort ich dann am ehesten meiden kann, ne? Je
sie klopft, desto besser werden sie. Bitte was? Baron Roussel hatte angeordnet, auf diesem Teil des Weinguts die Reben zu entfernen und stattdessen Olivenhaine zu pflanzen. Sie sind wunderschön, besonders im Frühling. Sieht jetzt aber auch schon nicht schlecht aus. Ja. Oh, unten wir haben es verpasst, das hat die Frau sich gerade geöffnet. Wir Carbonera an, eine der ältesten Sorten der Welt. Das kann ein Wein gewesen sein, ohne was ich gesehen hatte. Ey, Daddel, wie redest du über mein Haus? Brombeere, Wildkirsche, Pflaume und Zimt aus. Wundervoll. Glaube ich hier. Ich sollte ihn mal probieren. Schöner Brunnen, malerisch. Ja, obwohl er vor langer Zeit. Oh, ist da Wein drin? Während seiner berüchtigten Feste ließ Herr Bouillus den Brunnen mit Wein füllen. Es gibt eine Geschichte über einen Gast, der zum ersten Mal an einem Bouillus-Brunnen teilnahm und diesen Brauch nicht kannte. Er litt an Herzschmerz und wollte sich durch einen Sprung in den Brunnen das Leben nehmen. Das Fest neigte sich seinem Ende. Und der Brunnen das ist war nicht fast kaputt, leer, das ist einfach nur altbacken. Als der suizidale Gast sprang. Es stand jahrelang statt zu sterben, leer. Brach er sich nur die Beine. Ja, was um heißt jahrelang? Um den Schmerz zu betäuben, trank er den Wein. Oh, es stand schon längere Zeit leer. Nein, keineswegs. Als er am nächsten Tag gefunden wurde, erzählte er, dass er Zeuge eines Doppelwunders gewesen sei. Wasser war zu Wein geworden und er hatte überlebt. Er zog sich in ein Kloster in den Drachenbergen zurück und predigte fortan die Lehren Majorans. Oh, ist das nicht schön? Herrlich. Monsieur Bouillus' Gemahlin Nina hatte hier einen Garten angelegt. Davon sieht man nicht mal viel. Ort damals. Er ist etwas vernachlässigt worden. Das stimmt. Naja, aber die Leute, die da jetzt leben, oder die wir eben gesehen haben, die sind ja gerade erst neu eingezogen. Schnell da lebte ja vorher niemand. Es stand halt vorher einfach leer. Die kamen jetzt alle erst seit wir, oder seit uns das hier gehört. Wurden ja erst eingestellt. Madame Nina etwas hat kleine, zarte Blumen und Kräuter angepflanzt. So was gibt's hier heutzutage auch. Meinen, das Aroma liegt noch immer in der Luft. Du bist ja ein Romantiker, Barnabas Basilius. Schön hier. Und hiermit triffst Leben. Das ist vintage. Ich just look. Oh Mann. Also mir gefällt's. Ich konnte hier auch in echt leben. Unsere fahrenden Ritter sind solche Helden, dass wir schon ein Hexe anstellen. Wie ein Frühstücksort. Das stimmt. Das Herzogtum ist klein, aber ich könnte hier leben. Dies diente als zusätzlicher Weinkeller in den Jahren mit reicher Ernte. Mit etwas Arbeit wird das ein schöner Stall für Plätze. Doch nur ein paar Tropfen Wein. Schon ist es besser. Na gut, dann. Also Pötze kriegt auf jeden Fall ihr Stall. Der Keller. Voilà. Unter Monsieur Bouillus wurde hier Wein gelagert. Aber Baron Roussel bewahrte hier auch Olivenöl auf. Ich Olivenöl. War so frei und habe die Unordnung beseitigt, die. Es ist nicht so schön wie Deponia. Oh ja, da hast du recht. Vielen Dank, Barnabas Basilius. Ja, komm, geh weiter. Oh, auf jeden Fall ein hübsches Weingut. Wie man sieht, ist die Fassade, wie soll ich sagen, leicht fleckig. Aber ob das passt. Lässt sich trotzdem erahnen. Stimmt, aber sie könnte gewiss etwas Farbe vertragen.
Wäre natürlich geil, wenn man das dann alles über die Zeit auch noch ausbauen könnte. Ich glaube, das übertrifft den Master von Witcher. Und willkommen im Haus. Auf der linken Seite liegt das Hauptschlafzimmer. Das erste Kapitel durch und habe es direkt installiert. Noch so ein Trauma. Was? Deponia ist geil. Als Abstellraum dient. Deponia ist ein richtig geiles Spiel. Das Anwesen ist im Augenblick sehr spartanisch eingerichtet. Aber wir werden uns sicher auf ein paar Neuerungen einigen können. Ach stimmt, da gab es ja die ersten drei Teile, glaube ich, kostenlos mal. Neues Leben einhauchen. Deponia ist toll. Werde ich auch noch im Stream spielen. Gesehen. Corvo Bianco ist ein wunderschönes Kind. Vor allem genau mein Humor, die Reihe. An ihn genagt hat. Aber oh, lecker Bananen. Verzeih mir meine offenen Worte. Danke. Wenn du eine kleine Summe in die Verschönerung des Guts investieren aber willst, was zum Naschen nebenbei. Jederzeit zu Diensten. Ich werde darauf zurückkommen. Ein lecker Bananensplit. Ich wende mich an dich, wenn ich was umgestalten möchte. Oder Bananenmilch. Wir dürfen tatsächlich Renovierungen durchführen. Es könnte nicht schaden, das Gut ein wenig aufzuhübschen. Oh, keinesfalls, Herr. Wie geil! Die Frage ist nur, wo du mit der Verjüngungskur beginnen willst. Mit einer Puppe. Oh, wir sollten einfach zum Haus tun. Das Gelände sollte verschönert werden. Wir sprechen später darüber. Ich finde das Haus. Ich habe über die Außenwände nachgedacht. Vielleicht ein frischer Anstrich oder Ausbesserungen? Dürfte ich einen Vorschlag machen? Warum unterziehen wir nicht alles einer allgemeinen Renovierung? Früher einmal habe ich solche Arbeiten bei Admiral Rumpayis Sommerresidenz beaufsichtigt. Das Ergebnis war atemberaubend. Nicht nur die Residenz hat danach gefunkelt. Wir haben auch noch Platz zum Ausstellen der Rüstungen und Waffen des Admirals geschaffen, die dieser mit Begeisterung sammelte. Ja, komm, machen wir. Dann kümmere dich darum. Sorge dafür, dass hier alles strahlt. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Innerhalb eines Tages werden die Arbeiter hier sein, die die Residenz des Admirals aufpoliert haben. Die besten Spezialisten, die man finden kann. Sie sind äußerst fähig und sie werden bestimmt nicht lange brauchen. Zwei Tage nachdem sie angefangen haben, wird dir ein renoviertes, umgestaltetes und verschönertes Anwesen zur Verfügung stehen. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Okay. Das war fürs Erste alles. Danke, Barnabas Basilius. Nur im alten Glanz erstrahlen. Warte drei Tage, bis alle allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. Hey, wie geil ist das denn? Wir dürfen das echt hier renovieren. So, warte mal, da ist unsere Truhe, ne? Hm? Es ist egal, wie viel wir da reinpacken, hoffe ich. Weil dann würde ich nämlich gerne erstmal ein bisschen was wieder einlagern. Gehört das ganze Anwesen und ja. Ja, das ganze Anwesen gehört mir. Ja. Geil, oder? Krass, das war ja, aber es ist richtig mega. Oh, ich freue mich voll. Wieder mit Riesen am Wesen, ja. Ich werde mich hier auf jeden Fall erst richtig umsehen, wenn... wir soweit alles fertig haben. Huch. Ah, da ist der Ausgang. Oder? Ja. Je schlimmer auf Trab, desto früher im Grab. Weil wir haben eigentlich ja noch genug Geld, das andere zu machen, aber ich möchte erstmal nur das eine machen. So, dann warten wir da jetzt drei Tage. Papierkram. Achso, da müssen wir noch eine Woche warten. Das, stimmt, das war das Ding mit dem Passierschein A38. fast wie in Wirklichkeit, ja. Auch nur fast. Hier an den Ort, an dem die Auktion stattfinden wird. Schneller zu, ja. Das, na gut, damals hatten sie ja auch nicht viel, was sie währenddessen tun konnten. Aber in Witcher geht sowieso alles tausendmal schneller. Das ist
Kein Vergleich zu dieser Realität. So. Ich wollte gerade sagen, du kannst doch wieder durch David und deine abkürzten Stelle hinkommen. So. Jetzt. Hoffe ich, warte mal. Langsamer. Ja, wir müssen auf die andere Seite. Einmal falsch geritten. Darüber? Nein! Doch! Sie kommt darüber. Oh Gott, ich dachte gerade schon. Alles Gute. Ach, ist das schön hier. Jetzt fehlt nur noch Triss und dann wäre die Welt in Ordnung. Die Windmühlen sehen geil aus. Oh. Einmal hier querfällt einen rüber. Bleib mal bitte kurz stehen. Okay, wieso? Frisches, vielen lieben Dank für 100 Bits. Vielen lieben Dank. Ach ja, sieht geil aus. Geh weiter und stell dir jetzt einen schönen Atompilz vor. Ey! Ohne den Atompilz. Sind wir schon in Hiroshima? Nein, sind wir nicht. Halt, stopp, ich will das nicht. Geht über die schicke Brücke. Das sieht manchmal echt gut aus. Okay. Es wird dauern, bis ich das irgendwann spiele. Ja, das Spiel kurz Problem mit dem Laden. Oh ja. Yeah. So, warte mal.